Ja, hallo zusammen und willkommen zur nächsten Videospielzeitschrift. Ja, ich habe ja letztes Mal ungefähr 3 Monate verballert, das eigentlich fertige Video hochzuladen. Und ja, ich warte jetzt sowieso momentan darauf, dass Crash erscheint, weil ich wollte zwischendurch ja kein anderes Spiel nochmal zumindest anfangen aufzunehmen. Und da habe ich mir gedacht, komm, ich möchte aber aufnehmen, ich habe jetzt gerade Zeit, ich habe noch Urlaub und ja, warum mache ich nicht noch eine Zeitschrift? Ja, und deswegen sitzen wir wieder hier, sind auch immer noch im Monat Juni 98. Das war damals unsere Findungsphase. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal in anderen Videos erzählt, wo wir viele Spielzeitschriften immer ausprobiert haben. Ich glaube, die Maniac habe ich euch ja schon vorgestellt und die PlayStation Games aus dem Monat. Und jetzt sind wir hier nämlich bei der PlayStation. Ich glaube, die hieß damals noch so. aus dem Juni 98 und werden wahrscheinlich einige Spiele wiederfinden, die wir jetzt auch in den letzten Zeitschriften schon gesehen haben. Aber keine Sorge. Das ist so die einzige Phase, also vielleicht ist es noch der Juli und der August, wo es so aussieht. Und dann kommen wir auch mit den einzelnen Zeitschriften ein bisschen schneller voran, ne? Weil theoretisch gesehen, wie viele Zeitschriften für den gleichen Monat hatten wir schon, ne? Das ist schon einiges. Allein das jetzt schon die dritte Zeitschrift für Juni 98. Von daher, ja. Das ist auch übrigens die gewesen, oder die geworden, die PlayStation-Zeitschrift, auf der wir dann ein paar Jahre hängen geblieben sind. Jo, fangen wir mal an. Man sieht, der Zustand ist nicht mehr so gut. Da war ich bestimmt mal mit Baden, ist mir dann irgendwie in die Wanne gefallen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, erste Seite, schöne Werbung, Colin McRae Rally. Habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren mal im Adventskalender mal gezockt, das erste Mal. Und ja, und Adidas Power Super Soccer, nee, Power Soccer 98. Habe ich nie gespielt, kenne ich nicht. Stimmt, da gab es damals in dieser Zeitschrift dann offensichtlich, oder diese Ausgabe, extra nochmal Aufkleber für die PlayStation, um sie zu verschönern, ja. Wir haben die auch immer benutzt, ne? Also wir haben unsere PlayStation eigentlich dadurch immer sehr, sehr, sehr verunstaltet. Vor allem, wenn die sich dann an einer Ecke gelöst hat. Das war wirklich ein normaler Aufkleber. Und ja, dann die Aufkleberreste überall zu sehen, weil sich dann der Staub da dran gesammelt hat und blacks. Aber das fand ich mal sehr nice, nämlich der Oddworld-Kalender, ja. Was nämlich wann erscheint? Das ist jetzt hier quasi für den Juni 98 der Kalender. Und die roten Punkte, da erscheinen wohl Highlights. Ich weiß nicht, ob es Highlights sind oder ob es einfach Spiele von GT Interactive sind. 1. Juni ist Cyber Zone erschienen, am 19. Juni BioFreaks und am 26. Mai Mike's Piazza Strike Zone, was auch immer das ist. Ja, immer ein kleines Intro, das haben die auch bis zum Ende noch, was haben wir denn hier gemacht, waren die irgendwie auf der E3 oder sowas? Bla 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 bla, unterwegs war außen fürs Primo von, okay, Heart of Darkness, da haben die wohl Infogrames besucht, Boat Rush 3D, okay, Korsika! Okay, sie waren in Korsika, die Schweine. Unglaublich. Und es gibt einen Player's Guide zu Gran Turismo, wieder schon beworben, in der nächsten Ausgabe. Aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Erst beim nächsten Mal. So, hier haben wir dann nochmal eine kleine Übersicht. Also wenn man sich das schon ansieht, war auf jeden Fall eine geile Zeit. Apes Exodus, Parasite Eve, auch ein richtig geiles Spiel. Heart of Darkness, ich habe jetzt gerade in die Kamera geguckt und wieder mit dem Finger etwas verrutscht. World of Strider wollte ich immer zocken, weil ich kannte das Original für den Sega. Poi Poi Motorhead, das war auch geil. Wie Grillante 8. Blaster habe ich mir vor gar nicht allzu langer Zeit sogar nochmal gekauft, weil das irgendwie interessant aussieht, das Spiel. War auf jeden Fall eine ziemlich geile Zeit, was Spiele betraf. Kann man nicht anders sagen. So. Heiße Kurven für Need for Speed 3 Werbung. Oh Gott, ist das lange her. nur so als Info. Und der sieht übrigens nochmal an der Kamerasteuerung. Ich habe das jetzt zwar... Dieses Video wird jetzt mal in 1080p ausgestrahlt werden, dafür dann aber auch nur mit 30 Frames, ne? Weil meine Kamera kann einfach nicht mehr. Entweder 720p, 60 Frames oder 1080p und 30 Frames. Und ich lege eigentlich bei den Videos ein bisschen mehr Wert darauf, dass ich euch zumindest die Möglichkeit geben möchte, dass ihr das, was hier als steht, lesen könnt. Aber ich kriege das nicht hin. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich ist die Entfernung von der Kamera wegen dem Fokus nicht weit genug entfernt. Aber gut, ich hoffe, es ist trotzdem in Ordnung. Hier ein paar Leserbriefe. Ich sag mal, wenn man sich ganz viel Mühe gibt, sich von jedem Screenshot macht und das dann nochmal ranzoomt, dann kann man es vielleicht lesen, aber ich glaube, ich gebe es auf. Ich versuche es jedes Mal bei der Zeitschrift, dass man das einigermaßen lesen kann, aber ja, wenn man sich Mühe gibt, geht das vielleicht sogar. Ja, gut. Keine Ahnung. Golden Goal 98. Was ist das denn? Uralter Müll. Und noch mehr Leserbriefe. Hier, Tomb Raider 3. Ja, es steht mir auch noch bevor. Weiter. Forsaken, das war so ein überhyptes Spiel. Leck mich am Arsch. Allein schon hier. Wow, was für ein Spektakel, ne? Nervenzerreißende Spannung. Grafisch und technisch flitzt Forsaken an die Genrespitze. Und mit Forsaken präsentiert ihr Claim eine der ausgereiftesten 3D-Engines. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich glaube, ich hatte mal eine Demo davon. Aber es war so oft in den Medien, also gerade jetzt hier auch in den Printmedien, weil man das hier schon sieht, 10 von 10, 10 von 10, 90%, 90%, 1,4 Note.
Ja, also richtiger Überkracher. Am Endeffekt, das ist eigentlich nur ein Raumschiff-Shooter, ne? So ein bisschen wie G-Police, nur halt für die damalige Zeit, wo mit richtig krasser Optik, wahrscheinlich mit 60 Frames, geilen Lichteffekten. Und ich werde mir das Spiel auf jeden Fall mal reintun, ne? Weil ich will wissen, wo die Faszination dahinter herkommt. Weil heutzutage spricht da auch kein Schwanz mehr von, ne? Von dem Spiel. Aber gut, so ist es. Ah, die Pocket Station. Ach, scheiße, ich hatte meine Pocket Station. Ich habe mir die vor ein paar Jahren mal gekauft. Ah, das ist so unscharf, Mann. Das nervt. Ich habe mir die vor ein paar Jahren mal gekauft, also wirklich noch gar nicht allzu lange her, muss ich mir aus Japan importieren. Die Pocket Station ist nämlich ein kleines Goodie für die PlayStation 1 und bietet bei einigen Spielen, unter anderem auch Spyro und Crash, aber auch Final Fantasy 8 ist dabei und ach, keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Ja, bietet so ein paar zusätzliche Inhalte, ne, wenn man das irgendwie mit dem Gerät verknüpft. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt, aber ich habe das Ding gestern in der Hand gehabt und hab's weggepackt, sonst hätte ich euch die jetzt gezeigt. Scheiße. Egal. Ist auf jeden Fall ein Teil, ich weiß nicht, ob sich das etabliert hat irgendwie im Laufe der Zeit, also hauptsächlich für den japanischen Markt ist hier rausgekommen. Gibt auch, weiß nicht, 80 Spiele oder so, die damit kompatibel sind. Und ja, ist also eigentlich eine ganz geile Idee gewesen, aber ich, wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt und weiß jetzt nicht, wo da wirklich dran hapert. Und Vorsicht vor diesen Memory Cards, ne, die ungefähr 300 Speicherplätze haben, weil ich hatte so ein Gerät, ich weiß es noch, als wäre es gestern. Mein Gott, wir hatten damals Problematik mit Speicherplatz, ne? War ja für die PlayStation 1 jetzt auch nicht unüblich, glaube ich, ne? Mit 15 Blocks, ein so eine Memory Card, glaube ich, wie 40, 50 Mark gekostet, war also schweineteuer. Und jetzt hat man hier aber 48 in 1, also 48 Memory Cards für 129 Mark. Denkt man sich, geil, ne? Ist ja, ne? Und rechnet das nochmal und dann Hauptsache Italien, ne? Ja, ich war im Secondhand-Shop. Ich habe mir zwar jetzt keine mit 48 geholt, sondern irgendwie, ich glaube, nur so mit 8, also so eine in der Form, aber auch mit so einem geilen Display. Die habe ich sogar hier noch rumfliegen, fällt mir gerade auf. Ich habe gerade mal rüber geguckt. Und wie ich Secondhand-Shop gegangen war, habe mich so darauf gefreut. Ich wollte einfach nur ganz viele Spiele spielen, um halt ganz viele Speicherstellen zu erstellen, damit ich es nutze, ne? Und ja, komme ich nach Hause, ist die erste erstmal im Arsch, ne? Komme ich zurück, hat der Laden zu, weil wir das abends gemacht haben. Nächsten Tag in der Schule, ja, nichts anderes gemacht, als dann diese scheiß Memory Card hingegangen, geholt. Viel gespielt, dann irgendwann mal wirklich ein paar Monate nicht gespielt und zack, alle Spielstände waren weg. Das ist irgendwie so eine Kompressionsmethode, ich weiß nicht, also das ist wahrscheinlich auch irgendwie noch eine Batterie oder sowas drin, die war dann leer oder, auf jeden Fall, ich glaube, wenn man die lange nicht in Betrieb hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, wenn nicht sogar, ist die Garantie einfach da, dass die Spielstände dann nicht mehr da sind. Ja, und deswegen, scheiße. Aber gut, okay, weil es ist auf jeden Fall offensichtlich kein tatsächlich physischer Speicher, der drin ist, der arbeitet halt immer nur mit Kompressionen. Und das ist Käse. Was haben wir denn hier? Das fand ich eigentlich immer ganz interessant. Adapter für Gameboy-Spiele für den Nintendo 64, glaube ich, ne? In voller Bildschirmgröße auf Nintendo 64 ist das einzige. Aber gut, man hat, wenn man einen Super Gameboy hat, braucht man das eigentlich nicht mehr. Finde ich aber auch ganz nice, dass wir hier so ein paar Peripherien auch für die Nintendo 64 beworben werden. Schlimm, dass sie an so einer Werbung so lange hängen, ne? Aber hier zum Beispiel der Interactor. Fausthiebe, Tritte und Kollisionen realistisch am eigenen Leib verspüren. Kann mit jeder Konsole verwendet werden, die über einen Audio- oder Kopfhörerausgang verfügt. Enthält zusätzlich ein Nintendo 64 Jolt-Interface zur Verwendung mit Rumble-Pack-Spielen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ob das jetzt einfach so eine... weiß ich nicht. Was ist denn alles überhaupt dabei? Es sieht nach einer Weste aus. Ob das irgendwie eine eingebaute Box für den Körper ist, dass man dann, wenn man von links geschlagen wird, so eine Art Dolby-Sound hat, der dann von links kommt. Ach, keine Ahnung. Den man dann am Körper dann spürt. Auf jeden Fall interessante Sache und da kostet nur 90 Mark, also ist das auf jeden Fall billig wahr. So, vor allem für die damalige Zeit. Das war ein richtig wichtiges Teil, was ich bis zum heutigen Tage noch benutze, das scheiß RGB-Kabel. Denn zum einen mit G-Con 45 Adapter, bedeutet im Endeffekt, wenn man Lightguns hat, kann man die damit auch verwenden. War für mich damals kein Thema, aber aus heutiger Sicht, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und natürlich US-amerikanische Spiele in Farbe zu spielen. Ja, ich werde jetzt gerade angerufen. Ich habe jetzt gerade leider keine Zeit. Ist halt so. So, was haben wir denn noch? Achso, okay, das sind jetzt einfach nur die Memory Cards, die noch in verschiedenen Farben erscheinen. Soul Weaver wird hier beworben. Auch richtig geile Spielerei, die ich euch auf jeden Fall auch noch irgendwann mal zeigen möchte. Ansonsten haben wir hier eine PlayStation. Guck mal, ein PlayStation-Truck. Geil. Geht von Mai bis Juni, bis September. Bis Juni, sage ich schon. So, weiter geht's. Die habe ich mir auch vor kurzem geholt. Davon habe ich zwei Ausführungen. Die sind beide eigentlich ganz okay. Die funktionieren ganz gut. Nutzen Tekken 3 Players Guide, wofür auch immer. Wobei, es gibt ja auch einige geheime Kombos, ne? Also, das sind jetzt ja nicht nur die Wurfkombos vom King, die jetzt geheimnisvoll sind, sondern es sind ja auch
gibt einige Moves auf jeden Fall von einigen Charakteren, die nicht in der Move-List drinstehen. Und ich war immer so froh, erstmal, wenn ich ihn auf sehr schweren Schwierigkeitsgrad gespielt habe, wenn der Gegner die gemacht hat und ich dann einen neuen Move gesehen habe. Oder wenn man die auch sogar selbst geschafft hat. Aber aus heutiger Sicht, ich glaube, da kann man im Internet nachgucken, da steht alles überall drin. Staubschutzhauben für die PlayStation, okay. Brauch man nicht. Habe ich für einen Amiga, das reicht. Wie viel Zusatzscheiß damals rauskam, ne? DualShock-Controller wird hier beworben. Ja, den gab es damals. Den gab es damals vielleicht schon oder vielleicht noch nicht. Auf jeden Fall hat er sich noch nicht etabliert. Und hier, DualShock-Funktionen unterstützen die Spiele. Cardinal Sin, kennen wir aus dem Adventskalender. Colin McRae, kennen wir aus dem Adventskalender. CyberZone, Dead or Alive, Driving USA, Ghost in the Shell, Joe Blow, KKND, Cooler World, Medieval Tekken 3, Tommy Making the Rally, Vigilant 8, Wargames und XLR 8. Was auch immer das ist, kenne ich nicht. Auch süß hier, nur einfach mal so für 10 Spiele so ein Regalchen, ne? Das reicht vollkommen aus. Hier denkt ein kleiner Comic, ich bin ein Locus. Ich bin Locus, ein Borg. Wieso heißen die Kerle eigentlich Borgs? Ey, kannst du mir mal einen 5 Credit borgen? Haha, lustig, ne? Und hier, ne, aus den Streams bekannt, Alundra. Zumindest der Soundtrack. So. Squirtilla Mark, Brave Fencer, Musashin, da renne ich seit Jahren hinterher, weil es gibt's nicht im deutschen oder im europäischen Markt, das muss ich mir immer mal importieren. Aber, es ist, glaube ich, relativ teuer. Ich werde es irgendwann auf jeden Fall mal tun. Ansonsten, ja gut, mit ihm wird ja nochmal beworben. Apocalypse! Übernimmt Fertigstellung von Apocalypse. Neversoft ist das? Ach so, okay. Tenchu, auch richtig geiles Spiel. Astroworlds, kenne ich nur vom Atari. Wobei ich, kann es auch sein, dass ich die PlayStation-Version auch schon mal gespielt habe. Ah, guck mal, und jetzt gibt es hier Platinum-Werbung. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier neu erschienen ist. Genau, Sonys PlayStation Platinum-Serie freut sich wachsender Beliebtheit. Nicht ohne Grund, denn die neu aufgelegten Platinum-Spiele geben dem Kunden zum einen Schnäppchenpreis von 49 Mark Brief und Siegel für kommerziell erfolgreiche Produkte. 33 Titel gibt es bisher. Welche gab es noch? Air Combat, Battle Arena, Toshiden. Die Battle Arena Toshiden-Reihe, ne? Ey, ich fand die so schlecht eigentlich. Ich meine, ich fand das immer besser, als gar kein Beat'em-up zu haben, aber seitdem ich Tekken kennengelernt habe, ja, Punkt. Brauche ich nicht mehr weiter zu erzählen. Ich wurde sogar zum Großteil getestet, die Spiele. Guck mal, Battle Arena Toshiden hat auch nur eine 7, obwohl der Rest irgendwo da zwischen 8 und 10 liegt. Außer Fade to Black. Echt, das ist ein Platinum-Spiel? Hammer. Und FIFA 96, die haben beide nur eine 6 bekommen von 10. Ja, sind schon geile Spiele dabei, auf jeden Fall. Und hier nochmal ein Test vom Pandemonium. Haben wir auch gespielt. Einmal drüber fliegen. Also, das Fazit ist, auch wenn Namco's Klonoa... Ha! Guck mal, was für ein Zufall, dass ich da jetzt... Das habe ich jetzt... Egal. Auch wenn Namco's Klonoa in spielerischer Hinsicht vom Pseudo-3D-Perspektive weitaus mehr Gebrauch macht und mittlerweile auch reinrassige 3D-Jump'n'Runs wie Gex 3D auf dem Markt sind, zählt Pandemonium nach wie vor zu den erfrischendsten und fesselndsten Genrevertretern der alten Schule. Ich fand das Spiel auch super angenehm. Es ist nicht zu lang, es ist nicht zu einfach, es gibt ein paar Geheimnisse. Und das ist eigentlich das ideale Spiel für mal so einen Nachmittag, ne? Oder wenn man mal krank ist, so. Finde ich eigentlich auch mal ganz nice. Positiv mitreißende Grafik, kurzweiliges und faires Leveldesign. Negativ recht lineare Aufbau. Genau, das sind eigentlich genau die Punkte, ja. So, und Command & Conquer. Oh, geil. Schön. Soul Blade. Oh, das ist auch so ein gutes Spiel. Oh Gott, ist das gut, ja. Da habe ich jetzt auch die Tage richtig Bock drauf gekriegt. Fand ich, also nicht, ich finde, das kann man mit Tekken einfach nicht vergleichen. Zum einen von dem Kampfsystem, ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Oh, geil. Zum einen vom Rang. Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade die Cam verprügelt. Zum einen vom reinen Gameplay ist das nicht zu vergleichen, weil das ein ganz anderes Prinzip ist. Also nicht nur, weil die Waffen haben, aber man kann die Waffen ja auch anders einsetzen. Und, aber, aus der Singleplayer-Perspektive, was für Inhalte das ist. Also dieses Soulblade, was damals, ich weiß nicht, 96 erschienen ist oder wann war das, keine Ahnung, bietet mehr Spielinhalt und mehr Umfang und mehr Ideen als ein Tekken 3. Ne? Was dann einfach mal, weil sie 2 Jahre später nochmal rausgekommen ist. Und deswegen die Play-Rating von 9 absolut gerechtfertigt, finde ich. Können wir nochmal kurz zum Fazit kommen. In audiovisueller Hinsicht kann Soulblade trotz seines etwas betagten Alters nach wie vor überzeugen. Wer sich an dem gerenderten Intro satt gesehen hat, weidet sich nur an den beachtlich animierten Polygoncharakteren und den Licht- und Schatteneffekten, die einem beim ersten Aufeinanderklirren der Waffen immer wieder den Atem rauben. Das äußerst dynamische Spielgefühl und die intuitiven, aber komplexen Manöver sind aber letztendlich die Kriterien, die den Reiz eines Namco-Prügelspiels ausmachen. Ja, das kam auch hinzu, dass es einfach richtig Bock gemacht hat, die einzelnen Charaktere zu erlernen, ne? Also zu lernen, mit denen zu spielen. Soulblade hätte sich auch in dieser Hinsicht in keinster Weise bedeckt. Prügelspielfans mit einem schmalen Geldbeutel werden ab Juni die Qual der Wahl zwischen dem in Sachen Gameplay noch etwas abgerundeter wirkenden Tekken 2 oder dem technisch ausgereifteren Soulblade haben.
Ich finde, Tekken 2 ist besser schlicht und ergreifend für Einsteiger geeignet. Da ist einfach mehr Flow drin. Was man dann ja auch sicherlich in den späteren Tekken-Teilen, wie Tekken 7 zum Beispiel, merkt, da kann man immer so drücken und der macht die ganze Zeit irgendwelche Kombos. Ne? Ist egal, was es ist. Tekken, also mit Solvay muss man sich, glaube ich, ein bisschen mehr beschäftigen, schlicht und ergreifend. Positiv umfassende Spielvarianten und Optionen, optisch hervorragende Szene gesetzte Charaktere, intuitiv und sehr dynamisch spielbar. Negativ, Hintergründe zum Teil nicht ganz überzeugend. Die Hintergründe interessieren mich einen Scheiß, aber egal. Ja, International Superstar Soccer Pro war, glaube ich, ist er von Konami, ja genau. Ich meine, das war nämlich der Vorgänger von Pro Evolution Soccer, eine Serie, die mich dann von Anfang bis Mitte der 2000er richtig, oder eigentlich bis Ende der 2000er richtig begleitet hat. Wobei ich die ersten Spiele eigentlich nie so wirklich gespielt habe. Aber ich glaube, das Problem war hier immer die Lizenzierung. Man hatte nicht viele Mannschaften, aber trotzdem eine 8 von 10, ne? Ah, oh, und hier Exodus. Schöne kleine Tests. Was weiß ich noch, echt. Kein Test, das ist eine Vorschau. Wie ich die Screenshots damals einfach aufgesogen habe und versucht habe, irgendwas zu entdecken. Ich kann mich noch so gut daran erinnern. In der Anleitung von Apes Odyssey stand drin: ja, guck dich mal um, ne? So in den Welten, während du das Spiel durchspielst, und dann wirst du weitere, ich sag mal, Lebewesen und auch Elemente aus dem Outworld-Universum erkennen, die in späteren Spielen nochmal von Belang werden. Oder so ähnlich halt, ne? Und ich habe hier jeden verfickten Screenshot mir durchsucht, ne? Erstmal fand ich hier schon geil, ne? Oh geil, guck mal, es gibt neue Gegner. Hab ich gedacht, Alter, es gibt fette Bossgegner, ein Mammut, aber es war dann ja nur Kulisse. Und ja. Da gab es ja sogar noch hier den Song, ne? Get Freaky von, weiß ich nicht mehr genau, wie die hießen. Music Instructor, doch, genau. Richtig geiles Spiel. Ich habe mich damals so drauf gefreut, ey. Ich war sogar auf den ersten Teil. Und das ist dann dafür ein bisschen in den Hintergrund gerückt, nämlich Heart of Darkness. Das hat mich nicht so sehr gereizt. Und guck mal, ich glaube, das kann man sogar ein bisschen lesen. Egal. Sah zwar auch geil aus, aber für mich war eigentlich eher entscheidend Ape, ne? Und da das ist ja eigentlich ein sehr vergleichbares Spiel ist, auch ein 2,5D-Spiel, in Anführungsstrichen, oder ein 2D-Spiel mit 3D-Elementen, fand ich das einfach nicht so interessant. Keine Ahnung. Obwohl ich beide Spiele heutzutage richtig geil finde. Das ist dann eher mal was für mal eben durchzocken, während Apes Exodus schon ein bisschen anstrengender ist. Aber sind beides auf jeden Fall richtig, richtig gute Spiele. Und für die damalige Zeit, 1992, ich guck mal, fanden sich fünf junge Männer zusammen, um ein Spiel zu entwickeln. Ich wusste, das Spiel ist seit Ewigkeiten in der Entwicklung gewesen. Und für die damalige Zeit, also wenn es jetzt wirklich 5 Jahre oder 6 Jahre in Entwicklung war, Heidewitzka. Muss man sich mal reintun, von 92 bis 98, was da passiert ist. Ah, hier nochmal eine Vorschau zu Blasto. Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe da auch nie wieder was von gehört, muss ich sagen. Aber ich bin auch über eine Zeitschrift wirklich wieder dazu gekommen, mir das Spiel zu bestellen. Und ja, sieht eigentlich, ich finde, das sieht ganz witzig aus. Also so ein 3D-Jump-and-Run-Shoot-'em-up, irgendwas, ne, mit Karten. Und ja, bin ich mal gespannt. Das werde ich auf jeden Fall auch mal let's playen. Weil er sieht auch eher so aus, wenn das eher ein humoristisches Spiel wäre, ne, hier mit dem Charakter hier von Incredibles stammen könnte. Obwohl das Spiel natürlich weit von Incredibles rauskam. Und lustige Aliens mit Alienköpfen auf der Brust. Warum nicht? So, Play the Power! Ah, hier, guck mal, ich glaube, die haben wir auf jeden Fall. Die beiden Zeitschriften haben wir, glaube ich, beide schon gesehen. Auch wenn ich jeweils das Cover nicht mehr dazu hatte. Und das war, glaube ich, die erste Ausgabe, bevor wir uns Spielzeitschriften gekauft haben, die wir dann also nicht haben. Leider nicht. So, ah, Wrestling-Spiele, geil. Ja, das zeigt eigentlich schon ganz gut an, wo hinterher auch meine Präferenz hingegangen ist. Ich war damals kein richtiger Wrestling-Fan, also das kann man jetzt so nicht sagen. Es gab aber damals im deutschen Fernsehen, ich meine, jetzt muss ich mal so ein bisschen wieder weiter in die Vergangenheit kramen, so wie dann auch die Popkultur war und seine Zeitgestaltung. Ja, zum damaligen Zeitpunkt, gerade was Wrestling betraf, gab es natürlich WCW-Serien, damals auf dem Sender DSF, Deutsches Sportfernsehen. Den gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Der wurde dreimal aufgekauft seitdem oder so, keine Ahnung. Und das Geile war nämlich daran, es kam, glaube ich, immer freitags und samstags abends. Das heißt, am Wochenende, das heißt, man konnte es gucken. WWF, ne, hingegen, fand ich persönlich viel, viel interessanter. Ich wollte es viel lieber verfolgen, ich fand die Wrestler cooler. Da hatten wir so das Problem, ich glaube, es kam irgendwie immer dienstags oder mittwochs abends, ne? Und dann, glaube ich, auch nur einmal die Woche. Das hat dann immer der Christoph aufgenommen. Das heißt, das war eigentlich für mich leichter zugänglich. Habe ich dann auch in Kauf genommen, um ja, überhaupt Wrestling gucken zu können, während ich eigentlich das haben wollte, ne? Und genauso war es auch mit den Spielen im Endeffekt. Das habe ich relativ früh gespielt. Ich habe es aber auch kaum gezockt. Also immer wieder reingetan, ziemlich gezockt und mir gedacht, ist nicht so geil, bis ich WWF Warzone hatte. Und als ich WWF Warzone hatte, von da an hat auch Christoph nämlich, der hatte damals auf dem Super Nintendo WrestleMania gehabt,
Aber mit WWF Warzone ist, glaube ich, erst seine Liebe zum Wrestling erst richtig erwachsen. Und mit WWF Warzone haben Christoph und ich damals nämlich auch angefangen. Er ist aber auf jeden Fall nach der Schule zu mir gekommen, hat sich dann Wrestling entwickelt. Und er fand seitdem Wrestling richtig geil. Und der hat dann abends immer Wrestling aufgenommen, also auch unter der Woche. Und das haben wir uns dann am Vorgetag immer angeguckt. War total cool, echt. Und wir haben dann gezockt WWF Warzone, Attitude, SmackDown 1 und SmackDown 2. Das heißt, vier Spiele haben wir einfach nochmal dann so miteinander immer wieder gezockt, ne? Und mit Warzone hat alles begonnen. War schon geil. Also da habe ich echt viele, viele, viele Stunden mit zugebracht. WCW Nitro eher weniger. Aber war auch nicht schlecht. Also ich meine, das war okay. Nur hier hatte man alles ein bisschen besser unter Kontrolle gehabt. Also es wirkte auch einfach ausgereifter. Ah, oh, geil. Parasite Eve. Richtig, richtig gutes Spiel. Wurde immer so ein bisschen als eine Mischung von Final Fantasy und Resident Evil bezeichnet. Ist ein mega brutales Spiel. Also da gibt es viele Mutationssequenzen. Also ich glaube, den Menschen passiert, glaube ich, nicht so viel. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also man sieht jetzt da keinen Splatter-Effekt, dass irgendwelche Köpfe abgeballert werden oder so. Ich habe es noch nie durchgespielt. Ich habe es, glaube ich, mal zu zwei Drittel oder drei Viertel durchgespielt gehabt, aber da kam ich an einer Stelle dann nicht weiter. Ist auch noch gar nicht so lange her. Da war ich beim Alex. Ja. Auf jeden Fall, es hat mein Bruder damals immer gezockt. Ich habe immer zugeguckt, aber ich dachte immer, dass ich zu blöd dafür war, weil ich damals zum Zeitpunkt weder Final Fantasy noch Resident Evil spielen konnte. Also war ich da einfach zu blöd für. Das war einfach Fakt. Und ich fand es trotzdem so interessant. Die Sequenzen waren so gottverdammt gut. Die Charaktere sind eigentlich auch ziemlich geil. Da kam hinterher auch noch ein zweiter Teil raus. Aber das Problem beim ersten Teil ist, ich glaube, der ist bis zum heutigen Tage nicht in Deutschland erschienen. Also auch nicht in Europa. Da gab es nur NTSC-Fassungen für. Weswegen ich mal vor Jahren mal aus den USA das Spiel gekauft habe. Ja, läuft auf zwei CDs. Und ich werde davon auf jeden Fall irgendwann mal ein Let's Play machen. Ist auf jeden Fall richtig geil, kann ich nur empfehlen. Und es gibt davon auf jeden Fall noch einen zweiten Teil, genau, also der heißt auch einfach Parasite Eve 2. Der ist dann auch in Deutschland erschienen, ist aber vielleicht auch ein bisschen bekannter deswegen. Und es gab vor, ich glaube, 12, 13 Jahren nochmal einen dritten Teil tatsächlich für die PSP. Ich glaube, Third Birthday? War das für PSP? Ich glaube, das war für PSP, ja. Ich habe aber bisher wirklich nur den ersten, so den zwei Drittel durchgezogen und habe mir gedacht, komm, wenn du da nächstes Mal anfängst, dann als Let's Play. Constructor, sehr interessant, hat mein Bruder gespielt. Der hat, glaube ich, mal von einer seiner Freundinnen oder Kolleginnen geschenkt bekommen gehabt. Konnte ich nie was mit wirklich anfangen. Er fand es eigentlich ziemlich cool. Ist aber mittlerweile für die PlayStation 4 auch vor gar nicht allzu langer Zeit ein Remake erschienen. Was ich mir auf jeden Fall geholt habe, aber das Original dürfte ich, glaube ich, auch noch im Regal rumfliegen haben. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal irgendwann mal reintun. Ne, aber das ist dann für mich nicht als Let's Play. Jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen Werbung. Was haben wir hier? Theme Hospital, auch richtig geiles Spiel. Warhammer Dark Ohm, richtig geiles Spiel. Gex 3D will ich auf jeden Fall auch mal zocken. Diablo, muss ich noch Let's Play noch mit Alex fertig machen. Oh, Myst und Riven, ey. Boah, nee. Brauche ich nicht. Fand ich immer interessant, also weil es auch immer so pompös aussah. Aber, naja. Und mit sowas konnte man mich früher total jagen, ne? Anime-Kram. Und Japsen-Kram, wenn ich das so salopp und vielleicht auch etwas rassistisch formulieren darf, ja. Aber das weiß ich, hat mich damals einfach nicht gepackt. Aus heutiger Sicht sehe ich das ein bisschen anders, will auch einiges davon noch nachholen, was ich verpasst habe. Und hier kommen wieder die Tipps und Tricks. Tekken 3. Oh, wie süß, ne? Als Kuma-Spiel, als Julia-Spiel, als Gunjack-Spiel, Mokujin. Ach, wie schön. Ah, guck mal, wenn ich ein bisschen näher rankomme, dann kann man es aber auch lesen, ne? Ah, der ist so anders fokussiert. Ah, alles klar. Muss ich mir fürs nächste Mal vielleicht merken. Egal. Was haben wir denn? Irgendwas Interessantes? Als Jack 2 spielen. Ihr müsst den Time Attack Modus in 10 Minuten durchspielen und mit mindestens 10 Charakteren den Survival Modus überstehen. Ah, guck mal, das ist doch schon mal interessant. Ich lese mal gerade kurz durch, ob da irgendwas vielleicht doch ist, was jetzt nicht so einfach nur bedeutet, ich spiele mit dem und dem jetzt durch. Als Tiger spielen. Alter, das war. Das muss ich auch noch mal kurz der Geschichte erzählen. Tekken 3 haben ein Kollege und ich echt über ein Dreivierteljahr, glaube ich, jeden Tag gespielt. Muss einmal kurz Kaffee trinken und Krankenwagen draußen. Ja, okay, Dankeschön. So, auf jeden Fall, es gibt ja diesen Theater-Mode, ne? Und da kann man dann ja immer sehen, okay, so und so viele Videosequenzen habe ich und so viele Sequenzen fehlen mir noch. Und einer hat immer gefehlt und wir wussten zum Gott verrecken nicht, wer es war. Bis ich dann mal hier, glaube ich, vielleicht sogar über diese Zeit schon drauf gestolpert bin. Ey, guck mal, es gibt ja Tiger. Es gab damals zwar Internet, aber es war sehr schwer zugänglich für uns. Weil damals wurde Internet noch nach Minuten abgerechnet, ja. Auf jeden Fall haben wir dann einfach mal mit Tiger dann irgendwann mal durchgespielt und dann war er so happy, dass er einfach die letzte Sequenz auch endlich hatte. Ach, war das schön. Also Dragon oder Kazuya spielen. Um diese beiden Charaktere spielen zu können, solltet ihr jeden Modus des Spiels meistern. Wenn ihr das vollbracht habt, könnt ihr euren Spiel schon abspeichern, damit ihr nicht nach dem Ausschalten verloren geht. Ah ja. Das ist aber, denke ich mal, nur ein
Es wird nur ein Outfit sein, gehe ich mal von aus, vom Jin. Oder? Oder? Nicht, dass ich jetzt hier selbst irgendwas verpasst habe. Guck mal, er bringt ja auch, uns ja auch noch weiter, ne? Dr. Boskonovic, genau, ja. Tekken Force muss. Und als Gonspiel, es gibt zwei Möglichkeiten. Ja, spielt in Arcade-Modus mit Dr. Boskonovic. Okay, jetzt geht's wieder hier wieder weiter. Durch. Jetzt geht das Charakterauswahlmenü und drückt mit dem Cursor zur rechten oder zur linken Seite aus dem Bildschirm hinaus. Ist jetzt natürlich nicht bei dieser Anwahl, sondern nur bei der Arcade-Anwahl. Zweite Möglichkeit ist, Gon im Ballmodus zu schlagen. Ist das nicht einfach sogar, wenn man den Gon als, wenn man halt seine Records quasi speichert, dass man dann einfach Gon eingeben kann als Namen? Keine Ahnung. Naja. Was haben wir hier noch? Theater-Modus Extras. Wenn der Panzer kommt, der zweite Menüpunkt namens Disc und Sound. Mit dem Menüpunkt Disc könnt ihr euch, falls ihr Besitzer bei dem ersten Teil von Tekken seid, die Animationen ansehen. Mit dem Menüpunkt Sound könnt ihr euch die Musikstücke ansehen. Das war, fand ich auch eine richtig geile Funktion, dass man da einfach die CD reinlegen konnte, um sich halt die alten Sequenzen nochmal reinzutun. Neue Intro-Sequenz. Wenn ihr das Game mit allen 10 Grundcharakteren durchgespielt habt, dann seht ihr ein Intro, in dem die Charaktere des Outfits die 2-Spieler-Modus tragen. Um eine weitere Variante der Intro-Sequenz anzusehen, solltet ihr das Spiel mit allen 22 Charakteren gemeistert haben. Ist keine Intro-Sequenz, ist eher diese Demo-Version, wenn die da anfangen, so ein bisschen zu kämpfen, glaube ich. Und neue Outfits. Genau. Wenn ihr mit bestimmten Charakteren so oft gespielt habt, wie in der folgenden Liste angegeben ist, diese mit dem Cursor, mit dem Charakter, wenn man dann Start drückt, kann man mit Xiaoyu, Jin, Ganjek und Anna jeweils ein anderes Outfit rauskriegen. Aber was hier jetzt nicht drin steht, es gibt auch noch eine extra Stage, eine Stadion-Stage, glaube ich, von Paul. Aber da muss man ganz oft durchspielen. Egal. Was haben wir hier noch? Pandemonium haben wir ja auch schon mal durchgeballert. San Francisco Rush. Oh, was war ich geil darauf, dass viel PlayStation rauskam, weil ich kannte die 64-Version. Die PlayStation-Version war einfach kacke. Und Death Trap Dungeon, will ich auch irgendwann mir auch nochmal reintun. So, sonst irgendwas Interessantes. Frogger One will ich auch nochmal spielen. Das ist so ein bisschen wie Apocalypse. Pitfall 3D, auch das will ich spielen. Aber da muss ich erstmal die Sega Genesis-Fassung oder Sega Mega Drive-Fassung durchballern. Da muss man noch holen, stimmt. Street Fighter Collection und Theme Hospital. Wie Level 5? Mehr Level gibt es nicht? Glaube ich nicht. Ach, und Warhammer Dark Omen, genau. Der Player's Guide. Das war ein Spiel, ey. Da hatte ich auch so viele Stunden mit zugemacht. Das war so cool. Werden wir auch nochmal irgendwann mal wieder reintun. So, ich muss einmal kurz mein Kabel hier mal retten. X-Men vs. Street Fighter. Das waren auch so Sachen. 2D-Prügel, die haben mich sowas von gar nicht gereizt. Ich wollte mal 3D haben damals, das war einfach so. Aber ist interessant, ne? Weil hinterher fällt mir gerade ein, es begann mit X-Men vs. Street Fighter und ist jetzt mit Marvel vs. Capcom, glaube ich, geendet, ne? Oder hat, boah, ist da, hat sich dahin entwickelt. Also sieht man mal, wie klein das eigentlich angefangen hat, ne? Es sind nur zwei kleine Franchises und dann einfach zwei komplette Firmen oder Marken oder keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Asia Dreams, das habe ich mir, glaube ich, auch. Habe ich mir das jetzt auch schon geholt? Ich meine, das war letztes Jahr irgendwann. Ich stolper ab und zu mal immer so über die Videos von Gregor von Rocket Beans und der erzählt auch immer so von PlayStation 1, weil das auch so seine Zeit war. Und was er da alles für so, ja, Spiele halt gezockt hat. Und das finde ich immer sehr interessant, ne? Weil ich habe dann auch immer schon oft was davon gehört, aber mir nie geholt. Also sieht aber jetzt erstmal nach einem Taktik-RPG aus, aber habe ich auf jeden Fall bis zum heutigen Tag noch nicht gespielt. Genauso wenig wie Premier Manager 98. Das habe ich, glaube ich, aber auch sogar, zufälligerweise, weil das kostet irgendwie 50 Cent. Ist aber, glaube ich, ein Manager-Spiel, offensichtlich Premier Manager, der Premier League, ne? Also England. Aber gut, das werde ich wahrscheinlich niemals spielen. Glaube ich nicht. Ach, und jetzt sind wir hier schon beim Test Street Fighter Collection. Was haben wir denn hier? 3 Spiele in einem unschlagbaren Nostalgiefaktor. Keine extra Goodies auf den CDs. Das finde ich aber wirklich sehr schade. Meine ersten Berührungspunkte mit Street Fighter waren wirklich auf dem Amiga. Da gab es auch nicht diese ganzen Charaktere, sondern ich gucke gerade mal. Eigentlich kann man die unteren Reisen dann 2, 4, 8 Charaktere einfach rausnehmen. Also es gab dann den Ryu, den Ken, den E-Honda, Chun-Li, Blanka, Zangief, Geil und den Dalsim. Also wirklich die Urfassung von Street Fighter 2. Habe ich ja auch schon mal im Adventskalender vorgestellt, fällt mir gerade ein. Und ja. Ich frage mich nur, was denn jetzt hier für Spiele reinkommen? Streifen. Erstmal befindet sich das klassische Super Street Fighter 2. Zusammen mit Super Street Fighter 2 Turbo. Das ist die ersten neuen Charaktere, bla bla bla. Okay. Zweite CD nimmt ganz allein das sehr viel neuere Street Fighter Alpha 2 Dash ein. Sieht man hier auch noch was? Ah, das ist bestimmt das hier, vermutlich. Mit Akuma und Rolento. Ah, da habe ich gar keine Berührungspunkte mit.
Aber ist jetzt nicht ernsthaft, dass sie jetzt einmal Super Street Fighter 2 und Super Street Fighter 2 Turbo und das sind dann zwei Spiele gemacht haben, oder? Das wäre sehr traurig. Aber egal, von der Bewertung her auch eher okay, ne? Also Fans können sich das holen mit 7 von 10. Ja, aber pff, aus heutiger Sicht gibt es ja ganz, ganz andere Möglichkeiten. Colin McRae Rally. Das habe ich gespielt auch, ja. Es war sogar ziemlich gut. Also es hat Spaß gemacht. Ja, okay, er hat auch 10 von 10 bekommen. Vorbildlicher Spielaufbau, brillante Streckenführung, äußerst abwechslungsreiche Grafik, realistische Fahrphysik. Negativ analoger Controller ist für eine perfekte Kontrolle Pflicht. Ich weiß nicht, ob ich das mit Steuerkreuz und analogen Controller gespielt habe, aber kam ich überhaupt zum Streckenende? Ich weiß es schon nicht mehr. Und das war halt so eine Sache, weil man hier jetzt immer Rennspiele sieht. Das war auch damals nichts für mich, ne? Also gerade nicht so realistische, wollte ich nicht haben. Aber als direkter Vergleich jetzt Tommy Mäkinen Rally hat nur 6 von 10 im Endeffekt bekommen. Positiv ist nur der Streckeneditor, negativ monotoner Streckenverlauf, liebloses Fahrverhalten, magere Soundeffekte, starke technische Mängel. So ist es. Ah, hier ist die Rallye Corsica. Ach so, das war das, was wir im Intro gesehen haben. Das ist einer von den Redakteuren von Play. Glaube ich. Ich meine schon. Hinterher kam ja auch noch, sag schnell, DVDs und sowas raus, hat man die alle nochmal kennengelernt. Und das ist jetzt nämlich das zweite Thema zu dem Zeitpunkt. Also erstmal Rennspiele waren damals immer im Kommen und Fußballspiele. Vor allem 98, WM 98 in Frankreich. Wer erinnert sich? Wahrscheinlich keiner. Ich habe es auch nicht gesehen. Geiler Screenshot. Also das finde ich ein geiler Screenshot. Bulgarien gegen Deutschland 0 zu 14. Als Kommentar darunter, leider sind die Computergegner ziemlich schwach. Ja, gut. Deswegen 7 von 10 auch nur. Positiv simple Steuerung, innovative Sprachausgabe. Individuelle Spielermoves und negativ nur zwei Spielmodi. Geschwindigkeitsprobleme bei Fallrückzieher, keine spielerischen Finessen, kein Intro, keine Siegesfeier nach dem Turniersieg. Das ist traurig. Und auch hier sieht man schon der Jürgen Klinsinger. Wer kennt ihn nicht, ne? Also auch keine Lizenzen. Fand ich es aber nicht so schlimm. Aber da, wobei? Ah, nee, guck mal, hier ist der Frieler Wehr. Das ist wahrscheinlich der Chiller Wehr. Genau, der Torwart von Paraguay führt alle torgefährlichen Freistöße aus. Die Gesichtstexturen laden zum Schmunzeln ein. Das sieht so nach Nintendo 64 aus. Ja, aber es sieht so aus, als hätten sie auf jeden Fall nicht alle Lizenzen, wenn die überhaupt irgendwelche haben. Weil hier Müller klingt wie Müller, ne? Aber gut, vielleicht weil er auch einfach so geschrieben wird oder halt mit UE statt mit Ü. Dann als zweites Spiel World League Soccer 98. Ist schon ein bisschen besser, 8 von 10. Hübsche 3D-Grafik, spektakuläre Direktabnahmen, negativ verkomplizierte Steuerung. Guck mal, hier sogar in der Eishalle, so wie es aussieht, kann man hier kämpfen. Habe ich aber auch nie gespielt. Also ich bin damals immer bei FIFA geblieben. Und also, oh, 3 von 10. Das wiederum, das interessiert mich ja doch, ne? Nee, aber ich habe damals eigentlich immer FIFA gezockt und seit Anfang der 2000er eigentlich immer Pro Evolution Soccer. Als haben wir hier noch zwei Gurken, so wie es aussieht. Super Match Soccer und Adidas Power Soccer 98, was glaube ich? Moment. Ja, hier beworben worden ist. Okay. Gut. Ich wollte es ja nur sagen. Auch geil, ohne Scheiß, dass für diese Werbung, ne, diese Firma an diese Zeitschrift Geld bezahlt, um dann hinterher festzustellen, hör mal, danke fürs Geld, aber ich bewerbe das auch, aber trotzdem ist dein Spiel scheiße. Aber hey, das ist das Geschäft. Hier bin ich gerade über was ganz Lustiges gestolpert. Der letzte Satz. Schade nur, dass kein Blut in Supermatch Soccer enthalten ist, sodass wir wohl auf eine Indizierung seitens der BPJS nicht hoffen dürfen. Das war damals auch ein Riesenthema. Zensur, Indizierung. Es gab so viele Spiele für die PlayStation 1, die ich gespielt habe, die aber eigentlich gar nicht in Deutschland erschienen sind und ich eigentlich hätte gar nicht kennen dürfen. Aber es war damals auch immer dieses Thema unter der Ladentheke, ne? Ihr kennt es. Vielleicht nicht. Ich bin ja auch schon alt. So, ja gut, sein auf jeden Fall noch ein paar Gurken rausgekommen zu sein. Hier ist nochmal der Direktvergleich zwischen allem. Frankreich 98, die Weltmeisterschaft, das offizielle WM-Spiel, damals auch von EA gemacht worden. Also bis zum heutigen Tag ist das, glaube ich, dass hier sich ja auch immer. Gibt es überhaupt noch separate WM-Spiele und sowas? Ich weiß, bei PlayStation 2 gab es sowas noch. Ich glaube, sogar 2010 gab es das, glaube ich, auch noch, dass das nochmal ein eigenes Spiel für das Turnier als solches gab, was eigentlich totaler Schwachsinn ist. Aber mit FIFA 2002, also mit der WM 2002, hatte ich damals mit dem Alex sehr viel Spaß gehabt. Ja, aber auf jeden Fall natürlich, ne? Der EA, Spross natürlich der Gewinner von dem Vergleich, weil der Rest auch wirklich Gurken war. Außer World League Soccer 98, war ja gar nicht mal so schlecht. So, Federer, ein Snowboard-Spiel. In den Kinderschuhen von Snowboarders, Coolboarders, denke ich mal. Scheint aber auch nicht so prall zu sein. 5 von 10. Ich gucke gerade mal, ob ich da irgendwas finde. Die Tricks in der Halfpipe erfordern eine hohe Fingerfertigkeit. Nur an den markierten Jumpzone kann man Punkte holen. Ja, ist wahrscheinlich einfach langweilig, denke ich mal. Motorhead, das habe ich auch vor kurzem geholt, weil
7 von 10, das sieht nach einem so ein bisschen funnigerem Racer aus. Für jeden Sieger hält man wertvolle Punkte in der Renntabelle. Alternative Porsche Challenge bei Motorhead wurde besonders viel Wert auf stimmungsvolle Beleuchtung gelegt. Grafisch ist etwas monoton, aber dennoch ansprechend. Irgendwas habe ich hier gelesen, das hat mich nämlich damals doch dazu gebracht zu sagen, ja, warum holt ihr es denn nicht mal? Okay, lesen wir einmal kurz das Fazit durch. Achso, guck mal, die PS-Monster heizen mit stattlichen 50 Frames pro Sekunde über den Bildschirm und könnten sich somit durchaus auch in der Spielhalle sehen lassen. Das war damals wirklich gar nicht so häufig der Fall bei PlayStation 1. Aber einmal zum Fazit. Alles in allem lässt sich Motorhead als kurzweiliges Rennspiel einstufen, das gerade wegen seiner bahnbrechenden Geschwindigkeit den Spieler sofort in den Bann zieht. Genau, das erinnert mich ein bisschen nämlich an Burnout, genau. Per Splitscreen können auch zwei Spieler gleichzeitig ihre Fahrkünste unter Beweis stellen, während Ridge Racer gefallen fand und wem Porsche Challenge zu einfach war, wird bei Motorhead sicherlich gut aufgehoben sein. Porsche Challenge oder war es Need for Speed Porsche? Eins von beiden fand ich auf jeden Fall ziemlich schwierig. Porsche Challenge habe ich damals auf der Demo gezockt. Okay. Auf jeden Fall positiv, sehr schnell und flüssige Engine, gutes Fahrverhalten, negativ, eintöniger Soundtrack, Gegnerintelligenz nicht immer nachvollziehbar. Warum wollte ich das haben? Ich glaube hier wegen, weil das sah irgendwie nach 10 aus. Egal. Wir sind auch gleich schon am Ende, ey. Unglaublich, da war ich heute irgendwie schneller, wo ich dachte, ich wäre total langsam. Everybody's Golf, ja, der Startschuss von der, ich glaube im Original heißt das One-Shot-Serie, One-Shot-Golf-Serie. Ein sehr einsteigerfreundliches, aber total anspruchsvolles Golfspiel. Ich habe noch keinen einzigen von den Teilen gezockt. Ich überlege gerade ernsthaft, weil ich meine, ich habe da irgendwie mal, vielleicht war es mal auf einer Sammlung drauf oder so, habe ich mal einen von den Spielen ganz, 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 ganz kurz gespielt. Aber ich kann mich da jetzt auch nicht mehr dran erinnern, weil ich kam damit auch nicht so gut zurecht, muss ich sagen. Ich habe Everybody's Tennis gespielt, ne, was für die PlayStation 2 dann viele, viele Jahre später, also ich glaube 10 Jahre später sogar rauskam. Das fand ich ziemlich geil, muss ich sagen. Das hat echt Bock gemacht. Schön auf dem Rad auch immer gezockt. Hat sehr gut funktioniert. Und ja, Everybody's Golf ist auf jeden Fall eine Serie, die, glaube ich, bis zum heutigen Tag auch immer mal wieder so ein kleinerer Nachfolger rausballert. Von Sony sogar direkt, sehe ich gerade. Auch nicht schlecht. Als Fazit, allein schon, dass es mehr Fazit als Spielbeschreibung da ist, ne? Everybody's Golf impliziert über den vielsagenden Titel eine Simulation für alle Spielerschichten, was allerdings nicht ganz der Wahrheit entspricht. Trotz typisch japanischer Knuddelgrafik mit Charakteren, deren Köpfe weitaus größer als der gesamte Körper ist, tendiert das Spiel letztlich doch eher in Richtung einer arcade-lastigen Simulation. Auf jeden Fall muss man sich damit auf jeden Fall beschäftigen, aber es ist halt einfach charmant, ne, das zu machen. Also positiv, sehr schöne Grafik, kaum Ladezeiten, negativ, kann sich nicht für Arcade oder Simulation entscheiden. 7 von 10 hätte ich eigentlich jetzt dafür, dass es jetzt so eine Bedeutung erlangt hat und so eine Entwicklung hingelegt hat, erwartet, dass das ein bisschen mehr ist als 7 von 10. So, Poi Poi, ja, ein Zweispieler- oder ein Mehrspielerspiel, wo man sich Sterne an den Kopf schmeißen muss, habe ich auch nie gespielt. Fand ich auch sehr abschreckend, auch von der ganzen Optik her und so, ne? Auch damals als Kind vermutlich. Aber ich habe dann, als ich nämlich die Zeitschrift mal dann auch wieder hingelegt habe, mich dann doch mal durchgerungen, das einmal durchzulesen. Also als ich damals, ne, von einem Jahr oder zwei Jahren darüber gestolpert bin. Dann habe ich auch überlegt, soll es jetzt holen, soll es nicht holen, aber es ist halt eher ein Partyspiel, ne? Aber auch hier das Fazit. Als Partyspiel schlägt Poi Poi die PlayStation-Fassung von Bomberman um Längen. Trotz der angedeuteten 3D-Ansicht in den Arenen und der zoomenden Kamera bleibt die Übersicht fast stets gewährleistet. Die Kollisionsabfrage ist durchaus fair und die Gloves sind wohl durchdacht. Ebenso gut ausgearbeitet ist das Spielprinzip, das wohl kaum unkompliziert und einsteigerfreundlich hätte ausfallen können. Mit Poi Poi Zauber Konami letztlich eine erstaunlich spritzige Variante der Bomberman-Thematik aus dem Hut hervor. Solospieler sollten vor dem Playwaiting aber einen Punkt abziehen. Ja, weil da gibt es wahrscheinlich nicht so viel zu holen. Aber ich sag mal, ne, 8 von 10 natürlich zum einen bedacht auf die damalige Zeit, was man damals kannte, was man damals nicht kannte, aber auch in Bezug auf 100 Euro. Ne? Wenn es jetzt aus heutiger Sicht, weiß ich nicht, 5, 6 Euro kostet oder sowas, ne, dann hat man halt auch so ein bisschen Richtung, was vielleicht so ein bisschen Richtung Crash Bash geht, ne? Nur mal einen kleinen Singleplayer-Titel. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Finde ich immer ganz gut. Und man kann hier offensichtlich auch die Charaktere wohl ein bisschen leveln. Aber gut. Finde ich auf jeden Fall, fand ich dann hinterher auf jeden Fall doch interessant. Ich glaube, ich gucke gleich mal direkt mal nach, was das kostet. Ah, und hier. Mein Gott, was habe ich da auf Futter gewartet? Nämlich, Entschuldigung, meine Nase ist gerade ein bisschen zu, muss einmal kurz. Ach, Entschuldigung. Nämlich, als Nachfolger von Twisted Metal, also es hat nichts mit Twisted Metal zu tun. Es sind komplett andere Entwickler, es ist eine komplett andere Thematik, es ist nur das gleiche Gameplay. Aber es hat sich, denke ich mal, von Twisted Metal inspirieren lassen, weil Twisted Metal war damals eigentlich ein Spiel,
Ich habe jeden Teil gespielt, außer der am besten sein sollte, nämlich der zweite. aber das Geile war halt immer Koop und es gab so viel zu erledigen. Es gab dann so viele Geheimnisse und Extras, die man da finden konnte. Und ich fand es einfach geil, dass hier mit, ich nenne es immer Vigilant 8, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, dass damit nochmal nach oder ein komplett anderes Spiel rauskam, mit einer anderen Note, was auch ziemlich gut gemacht war. Hier Playrating auch 8 von 10. Ich weiß nicht, ich habe das dann damals wirklich an einem Nachmittag und an einem darauffolgenden Morgen auch durchgeballert mit allen Charakteren. Und hat auch richtig Spaß gemacht. Ne? Und ich habe das Spiel bis heute noch nicht wieder in meiner Sammlung. Muss man es immer mal reintun. War auf jeden Fall ein ziemlich gut gemachter, oder eine ziemlich gut gemachte Nachmache, wo sich der Ursprung wirklich Sorgen machen musste, ob er wirklich noch auf dem ersten Platz ist. Weil hier, genau, man konnte ja auch noch Sachen freischalten und alles. War sehr cool. Also positiv gelungene Grafik, grooviger Sound, großer Spaßfaktor. Negativ relativ schnell durchgespielt, das stimmt. Aber ist halt so, ne? Was will man da machen? Und deswegen auch hier, okay, das hat sogar 110 Mark gekostet. Das gebe ich dafür nicht aus, aber für einen 10er oder so oder 15 Euro, ne? Kann man eigentlich in seltensten Fällen was falsch machen. Und World Rash 3D. Oh, das war sogar richtig gut bewertet. 9 von 10 Punkte. Alter Vater. Positiv sehr lange Kurse, makellose Präsentation, treibende Soundtrack. Negativ störende Slowdown, sehr hoher Schwierigkeitsgrad, keine Neck-Con-Pad-Unterstützung. Achso, das ist das Gerät hier von Namco, wo man dann ne, auch nochmal Rennspiele gut spielen kann. Ja, World Rash ist eigentlich ein Spiel, also ich kenne jetzt eigentlich tatsächlich nur das Original. Da ist auch vor kurzem auch für PS4 nochmal ein Spiel erschienen, oder für die neue Konsolengeneration. Ja, da geht es eigentlich nur darum, lange Kurse mit dem Motorrad abzufahren. Auf dem Weg kann man seine Kontrahenten verprügeln, dass sie nach hinten abfallen. Und ich glaube, die Polizei verfolgt dann irgendwann auch nochmal. Also wie gesagt, ich habe es eigentlich nie so wirklich gespielt. Nur mal einen Nachmittag mit einem Kollegen zusammen. Und das Coole war halt, man konnte sich dann halt dann von dem Preisgeld bessere Motorräder holen, konnte die vorhandenen Motorräder auftunen. Halt musste sich also immer die Frage stellen, gebe ich jetzt lieber nochmal was aus oder speichere ich immer noch ein bisschen, habe ich noch eher ein besseres Motorrad, muss dann dafür jetzt auch mit einem schlechteren Motorrad nochmal 2-3 Rennen fahren. Also das ganze Prozess hat mir eigentlich immer sehr, sehr gut gefallen. Weswegen ich dann eigentlich auch immer eine PlayStation 1 Road Rash haben wollte. Es gibt Road Rash 3D, ich glaube, danach ist noch Road Rash Jailbreak rausgekommen. Und ich glaube, bis zum heutigen Tag habe ich noch keinen der beiden geholt. Aber die werden wahrscheinlich auch nicht mehr viel kosten. Aber ich glaube, der Ursprung, weil ich meine, das war auf dem Sega Mega Drive, ja. War auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Also, das muss ich mir auch nochmal. Eigentlich müsste ich mir immer, welche mit euch die Zeitschriften durchgucken, mal einen Zettel machen für den Sachen, die ich mir nur holen werde. Das werde ich vielleicht am nächsten Mal auch machen. Wo ich zumindest mal gucken möchte. Ja, auch Cyborg Zone, ne? Wie viel das beworben wird. Mit Aufkleber, wahrscheinlich hier mit Cover war auch wahrscheinlich von dem Spiel, ne? Im Endeffekt, was ist das jetzt? Ich gucke, ist das jetzt hier der Test davon? Nein, das ist nicht mal der Test davon. Aber im Endeffekt, das wird wahrscheinlich so ein Spiel 6 von 10 gewesen sein oder so. Ne? Mit so einer riesigen Kampagne. Auf jeden Fall spricht da heutzutage kein Schwanz mehr von. Habe ich euch das. Ne, Speedball 2100 habe ich euch gezeigt, stimmt. Ah, die haben jetzt nochmal Psygnosis 98. Psygnosis habe ich ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. War damals ein richtig, richtig geiles Entwicklungsstudio. Colony Wars haben sie gemacht, G-Police haben sie gemacht. ODT, das, einfach die Werbekampagne hat mich immer vom Hocker gehauen. Habe ich ja bis zum heutigen Tag auch vielleicht mal eine halbe Stunde gespielt. Waren schon richtig geile Spiele, auch schon damals für den Amiga. Ist aber immer, glaube ich, einfach aufgekauft worden. Und, ja. War aber in der PlayStation 1 auf jeden Fall noch ziemlich, ziemlich bedeutsam, das Studio. Hier geht es dann jetzt vornehmlich um Colony Wars, so wie es aussieht. Und ja, dann sind wir fertig. Und hier, oh, ich habe hier noch ein... Hä? Das gehört gar nicht dazu. Guck mal, ich werde wahnsinnig. Hä? Das ist ja ganz andere Zeitschriften. Das gehört zu einer anderen Zeitschrift, sehe ich gerade. Guck mal, ich habe euch mit dem Cover total angelogen. Damit hätte es eigentlich losgehen sollen. Das ist ja interessant. Das gehört zu einer Maniac. Haben wir das letztes Mal vielleicht schon gesehen? Was ist das denn hier für ein Spiel überhaupt? Kann ich nicht sehen. Okay. Und hier? Erscheint am 1. Juli. Ich glaube, das haben wir die Seite vielleicht letztes Mal schon gesehen. Kann das sein, dass ich mich damit einfach vertan habe? Naja, gut, okay. Auf jeden Fall, mit der PlayStation sind wir jetzt für heute fertig. War heute echt schnell durch. Obwohl ich dachte, ich hätte zu jedem Kram so viel gebrabbelt. Da habe ich mich wohl ein bisschen getäuscht. Aber egal, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick in die Zeit von vor, das ist echt traurig, 22 Jahren gegeben. Das ist echt traurig, Heide Witzke. Und ja, hoffe mal, ja, dass es dann auch Ähnlichkeit weitergeht, weil die Zeit echt, obwohl es eine Sommerzeit war, was da für Spiele rausgekommen sind, war wirklich der Shit. Gut, ja, also, ne, euch dann noch erstmal einen schönen Tag, schönen Abend, schön was auch immer. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Ja, und das nächste, die nächste Videospielzeitschrift kommt bestimmt. Ich denke mal, dann werden wir auch im Juli 98 nämlich irgendwann mal angekommen sein.
Gut, also, ne, euch dann noch, wie gesagt, schönen Tag, ne, und tschüss.